Meer hat Spuren hinterlassen. Tiefe, bleibende Eindrücke. Auf dem Fußballfeld und im Ferrari. Er hat den HSV zurück an Europas Spitze gebracht und hier in Hamburg die Frau fürs Leben gefunden. Er war und ist Unternehmer, Berater, Kommentator und immer wieder Vernetzer. Und er hat ein Ziel: immer Zufriedenheit herstellen. Das ist es. Das ist einer meiner Grundprinzipien gewesen, mit dem Erreichten zufrieden zu sein. Ich war nie ein Mensch, der besessen war, Karriere zu machen. Sein Charakter formt und entwickelt sich vor allem auf dem Fußballfeld. Mit 19 unterschreibt Netzer seinen ersten Profivertrag beim Regionalligisten Borussia Mönchengladbach. 2 Jahre später steigt er mit dem Verein in die Bundesliga auf. Längst ist er die zentrale Figur dieser Mannschaft, macht den Unterschied. Aber vor allem gibt er den Ton an. Ein bisweilen rauer Ton. Alpha-Tier, würden Sie sich so sehen? Ja, es musste ja jemand da sein, der diesen Haufen führte. Wir waren alles junge Leute, die anfingen, unter Weisweiler Fußball zu spielen. Und Weisweiler hatte mir eine besondere Rolle zugedacht, die eben diese Mannschaft zu führen. Dann hat er wieder ein Tor des Monats erzielt und dann war er wieder der King. So wurde er ja auch genannt bei uns in Mönchengladbach. Der King ist da. Ja. Er ist ein hochsensibler Mensch, Günter Netzer. Und das übertüncht er. Ein hochsensibler Mensch. Kann ich ja nur bestätigen. Ja, also das habe ich doch immer über mich gesagt. Der liebe Gott bewahre mich davor, unsensibel zu sein. Das ist etwas, was ich als ganz wichtige Eigenschaft für mich gesehen habe und was ja auch bis zum heutigen Zeitpunkt selbstverständlich vorhanden ist. Geboren am 14. September 1944 in Mönchengladbach, Stadt am Niederrhein. Und nach dem Krieg größtenteils zerstört. Doch Netzer gehört in seiner Kindheit bereits zu den Privilegierten. Er hat einen eigenen Lederball und ein Elternhaus, das ihn sehr beliebt macht unter den Kameraden. Eine wunderbare Kindheit. Meine Eltern haben mir alles erfüllt. Mein Vater war ein Samenhändler. Meine Mutter hatte ein Lebensmittelgeschäft gehabt. Das war eine wunderbare Angelegenheit, weil da konnte ich mich immer mit Schokolade und Bonbons versorgen. Ich war kein besonders guter Schüler und die anderen hatten Lust auf Schokolade und auf Bonbons. Das war ein erstklassiges Bestechungsmittel für meine Kameraden. Also die Eltern haben Sie quasi verhätschelt. Ich meine, dass, ja? Die haben dafür gesorgt, dass das so ist, wie es heute ist. Wie es jetzt wieder ist. Aber haben die sich auch damit abfinden können, dass sie nicht so gut in der Schule waren? Was heißt das, nicht so gut in der Schule? Ja, sie haben mich rausgeschmissen, dann auf dem Gymnasium. Netzer wird Fußballprofi und erkennt schnell, dass das Grundgehalt von 160 D-Mark für seinen Lebensstil nicht reicht. Er verdient dazu. Zunächst mit dem Fohlen-Echo der Stadionzeitung des Vereins, die heute noch existiert. Und die sich vor allem durch Anzeigen bezahlt macht. Sollen wir dieselbe Anzeige lassen? Diese halbe Seite wie beim letzten Mal. Netzer hat ein Näschen fürs Geschäft und wird neben dem Fußball auch zum Unternehmerprofi. Als nächstes gründet er eine Versicherungsagentur. Dass die Leute zu mir kommen, ist sicher in erster Linie darauf hin zurückzuführen, dass ich einen Namen habe. Dann jedoch kommt es auf meine Angebote und Vorschläge an, ob es schließlich zum Abschluss kommt. Und dann passierte es. Dann habe ich eine Diskothek eröffnen wollen. Und dann habe ich lange Zeit gedacht, wie bringst du deinem Trainer bei? Und dann habe ich ihm das 3 Tage vorher gesagt. Ich habe gesagt, Herr Weisweiler, ich muss Ihnen ja wenigstens sagen, ich eröffne da übermorgen eine Diskothek und Sie sind ganz herzlich eingeladen. Dann hat er nur gesagt, das ist das Ende. Als Job gesehen. Er hat auch gesehen, okay, ich kann hier
den Fußball benutzen, um nebenbei auch noch andere Geschäfte zu machen. Das hat Günther gemacht. Er hatte deshalb auch Freiräume bekommen. Diese Freiräume hat er sich festschreiben lassen in seinem Vertrag. Und wenn wir ja, so Anfang der 70er Jahre, wo wir anfingen, mal zweimal am Tag zu trainieren, hat er oft morgens das Training oder am Training hat er nicht teilgenommen, weil er andere Termine hatte. Das war Günther. Ich habe immer gewusst, was das Wichtigste in meinem Leben ist. Und das Wichtigste war Fußballspiel. Die Frage für Netzer war nur, wie soll gespielt werden? Für seinen Trainer Hennes Weisweiler keine Frage. Hohes Tempo, extreme Laufbereitschaft, Offensive. Am liebsten über 90 Minuten. So schuf er die sogenannte Fohlenelf. Netzer und Weisweiler, 1970 erstmals deutscher Meister, allerdings nach manch harter Auseinandersetzung. Widerspricht ein bisschen dem Leitmotto Zufriedenheit herstellen. Also das hat nichts mit Gelassenheit und Ruhe, sondern da ist dann schon ein bisschen Verbissenheit. Nein, das ist vorbildlich. Das haben Sie natürlich wieder nicht erkannt. Aber vorbildlich waren Sie nun nicht wirklich immer und wollten es ja auch nicht immer sein. Also ich meine, Sie sind zum Beispiel aus einer Südamerika-Reise, haben Sie mal ganz kurzerhand entschlossen, dass Sie eigentlich ja, nach Hause fahren, die Mannschaft verlassen. Ja, nun, also ich hatte ein Heimweh gehabt. Ich war krank vor lauter Heimweh. Heimweh sah so aus, Günther Netzer hatte einen neuen Wagen und einen neuen Ferrari. Und er wurde dann ausgeliefert und er wollte den ein bisschen früher haben als normal. Und dann ist er halt nach Hause gefahren und hat sich den Ferrari abgeholt. Die Haare waren ja auch sehr ungewöhnlich. Also Sie haben ja gesagt, das war ursprünglich Ihre Freundin eigentlich schuld. Aber am Ende des Tages, Sie haben es ja nicht wirklich geändert. Nicht? Also ich meine, irgendwie muss Ihnen das ja auch gefallen haben. Bis jetzt, meinen ja, Sie? Ja, genau. Ja, gut. Ich meine, wenn das jetzt noch weiter gehen würde, also ich meine... Also nein, ich weiß ja Bescheid, wie es dann aussehen würde. Und im Gegensatz zu Ihnen weiß ich ja immer, was ich kann und vor allen Dingen, was ich nicht kann. Nicht? Haare schneiden. Nicht kann Haare schneiden, aber was gut oder schlecht für mich ist, das ist etwas, was eine Gabe ist eigentlich. Und ich habe immer gemerkt, das geht jetzt gar nicht. Also das heißt, Sie sind mit Ihren Haaren und Ihrem Friseur zufrieden? Ja, wahnsinnig. Günther Netzer, der erste Popstar der Bundesliga. Günther hat zusammen mit Franz Beckenbauer dafür gesorgt, dass Anfang der 70er Jahre das Image des Fußballs Schritt für Schritt ein anderes wurde. Der Fußball in der Gesellschaft wahrgenommen wurde. Schritt für Schritt dahin kam, wo wir heute sind. Nämlich, dass wir ein absoluter Mittelpunkt in unserer Gesellschaft sind. Es ist eine ganz große Leistung. Es ist vielleicht die wichtigste von allen gewesen im Nachhinein. Sportlich ist es ein Spiel im Sommer 73, das Netzers Image besonders prägt. Das Pokalfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Ausgerechnet an diesem Tag, in diesem Spiel, verzichtet Trainer Weisweiler auf seinen unbequemen Star. Morgens früh in der Mannschaftsaufstellung hat er die Mannschaft, die 11 Spieler, nominiert und Netzer war nicht dabei. Günther ist ganz ruhig geblieben, was selten war in der Spielbesprechung. Ist zu mir aufs Zimmer gekommen und sagte, was soll ich machen? Und da habe ich gesagt, du, also am besten, du fährst gar nicht mit zum Stadion und du machst nachher die Leute, die wollen. Das war ja sein letztes Spiel, er hat ja bei Real Madrid unterschrieben gehabt. Und
Da sage ich, ja, komm, wir gehen nochmal zum Jupp Heynckes aufs Zimmer, mal gucken, was der Jupp erzählt und so. Und ich hatte Angst, dass die Zuschauer immer nur Netzer, Netzer gefordert haben, hätten und so, dass das für uns besser wäre, wenn er gar nicht mitspielt. Und Jupp hatte eine andere Meinung. Und dann haben wir darüber diskutiert und dann hat Günther gesagt, okay, dann setze ich mich auf die Bank. Weisweiler und einige Plätze daneben, Günther Netzer. Von der Bank aus sieht er, wie Köln noch vor der Pause den Ausgleich schießt. Jetzt kommt das eigentlich Fürchterliche, was aber die Leute nicht mitgekriegt haben. In der Halbzeitpause in der Kabine, Weisweiler seine die Stimmung gegen sich gespürt, kommt der Weisweiler und sagt, du spielst denn jetzt? Dann sage ich, nein, ich spiele nicht. Muss man sich mal vorstellen. Vor diesen ganzen Jungs sage ich, ich spiele nicht. Warum nicht? Ich sage, ich kann der Mannschaft nicht helfen. Wenn ich da jetzt reingehe, bin ich ein Fremdkörper. Das ist ein derartig großartiges Spiel unserer Mannschaft. Wir haben die ganze Saison nicht so gut gespielt wie in dieser ersten Halbzeit. Ich gehe da nicht hinein. Dann ist er rausgegangen aus der Kabine. Und da war absolute Stille in der Kabine. Die Fans im Stadion wollen Netzer spielen sehen. Sein Platz aber bleibt auch in der zweiten Hälfte auf der Bank. Torchancen gibt es weiter auf beiden Seiten. Die beste hat Jupp Heynckes. Ein Elfmeter und doch Elfmeter. Er hätte das Spiel entscheiden können. Stattdessen aber geht es in die Verlängerung. Da kommt ein junger Spieler, ein großes Talent, Christian Kulik, ein ganz begnadeter Fußballspieler, 19 oder 18 Jahre war der erst, fällt vor meinen Füßen zu Boden. Und dann sage ich, was ist Christian, kannst du nicht mehr? Er sagt, ich kann nicht mehr aufstehen. Opfer dieses Wetters und dieses Tempos dieses Spiels war. So. Und in diesem Augenblick passiert etwas, was ich bis zum heutigen Tag nicht erklären kann. Warum es passiert ist. Rein instinktiv ziehe ich mir die Trainingsjacke aus, ziehe die Trainingshose aus. Zuschauer merken, dass da irgendwas passiert. Laufe an der Bank vorbei beim Weisweiler, der immer da sitzen geblieben ist, und sage, ich spiele denn jetzt. Was sollte der arme Kerl sagen, wenn der jetzt gesagt hätte, du spielst nicht? Ja, das wäre ein Aufstand geworden. Und dann passiert ja etwas nach 20 Sekunden, was einem Fußball in 100 Jahren passiert. Und das vielleicht noch nicht mal. Netzer braucht nur zwei Ballberührungen, um dieses Spiel zu entscheiden. Normalerweise kann er nur mit dem rechten Innenspann spielen. Aber da haut er mit dem linken Außenspann. Ja, Tor des Jahres, Tor des Monats. Unglaublich. Ich mache immer einen kleinen Scherz daraus. Rainer Bonhoff, auch ein Freund von mir, mit dem habe ich lange Zeit Doppelpässe geübt im Training. Es ist nie einer angekommen. Nie funktioniert. In der Sekunde spielt er den Doppelpass seines Lebens. Ich wuchte mich mit der letzten Kraft, 20 Sekunden erst im Spiel, fällt ihn, ne? Wuchte mich hinterher und treffe den Ball völlig falsch mit dem Außenspann. Wenn ich ihn schulbuchmäßig treffe, wird es ein harmloser Roller. Ich treffe ihn mit dem Außenspann und er landet oben im Tor. Und gewinnen dieses Spiel zum Schluss. Und das ist ja nun die Geschichte, die gemacht ist für die Ewigkeit. Da der böse Trainer wird von dem jungen Fußballspieler, den er da böse bestrafen wollte, wird er selbst bestraft. Der hat die richtige Antwort darauf gegeben. Und das ist etwas, was die Leute natürlich lieben, was aber auch bis zum heutigen Tag, man muss sich das mal vorstellen, das sind über 40 Jahre her, in den Köpfen der Menschen ist. Im Nationalteam ist Netzer einer der prägenden Akteure der Europameistermannschaft von 1972. Auf dem Weg zum Titel gelingt der erste Sieg überhaupt im Londoner Wembley-Stadion gegen England. Netzer verwandelt zum 3:1 Endstand. Und im Finale wird die Vertretung der damaligen UdSSR regelrecht an die Wand gespielt. Der Höhepunkt der Nationalmannschaftskarriere von Günther Netzer.
lautstark gefordert. Der Star der Europameisterschaft. 2 Jahre später bei der WM im eigenen Land wird er nur einmal eingewechselt. Beim Stand von 0:0 gegen die DDR. Netzer für Overath. Ausgerechnet für seinen großen Kontrahenten Wolfgang Overath. Die Partie selbst geht 0:1 verloren. Netzer ist fortan nur noch Ersatz. Und Overath führt das Team als Spielgestalter zum Titel. 2 Platzhirsche, schärfste Konkurrenten und trotzdem auch Freunde. Natürlich war die Rivalität auf dem Platz dann, weil es gab ja nur 2 Spielmacher, die miteinander konkurrierten. Aber wir hatten von Anfang an ein unerhört offenes und sehr gutes Verhältnis. Und das hat sich bis zum heutigen Tage gehalten. Wir sind, ich glaube, das kann man schon sagen, sehr, sehr gute Freunde. Die Ehrlichkeit, dass er auch etwas einem sagt, was man nicht so gerne hört. Dass er auch für einen da ist, wenn es einem nicht so gut geht. Und das ist wichtig. Überall, wo dieser Mann tätig ist, ergeben sich sehr persönliche, enge Kontakte. So wie in Madrid 1973. Netzer wechselt als erster deutscher Spieler zu den Königlichen, anfängliche Schwierigkeiten inklusive. Aber der ehemalige King aus Mönchengladbach nimmt die Herausforderung an. Ich bin ein Spieler, der nicht in eine Mannschaft hineinkommen kann und gleich ein vollkommen anderes System in diese Mannschaft bringen kann. Und infolgedessen habe ich in dem ersten Jahr mehr Schwierigkeiten gehabt, als ich gedacht habe. Jetzt ist ein neuer Trainer gekommen, der vollkommen andere Trainingsmethoden hat, als der andere gehabt hat. Wir haben 6 Wochen trainiert. Ich glaube, so habe ich noch nie in meinem Leben trainiert, so scharf, 3-mal pro Tag. Und dazu kommt noch, dass der Paul Breitner aus Deutschland gekommen ist, den ich von vielen Länderspielen her kenne. Es folgen 2 Meisterschaften und 2 Pokalsiege. Das Duo Breitner-Netzer funktioniert. Auf und neben dem Platz. Er war Teil unserer Familie natürlich. Er war so eine Art Onkel, der fast jeden Tag bei uns war. Und der sich sehr liebevoll auch mit den Mädels, mit unseren beiden Mädels damals beschäftigt hat, der regelmäßig mit unserem Hund, mit seinem und mit unserem stundenlang spazieren gegangen ist. Ja, also er gehörte zur Familie, es war klasse. Ein guter Freund, wenn auch manchmal schwer zu erkennen. Die Zeit in Madrid, eine bleibende Erinnerung. Also ich möchte nur den Günther beschreiben, mit dem wir, meine Familie, ich, 2 wunderbare Jahre in Madrid verlebten. Und da war das Herausragende eigentlich seine Bescheidenheit. Was ist für Sie dann ein Freund? Wann kommt er in die Kategorie, dass er so weit vorkommt? Weil so oft ist es ja nicht passiert bei Ihnen. Interessiert Sie jetzt, ja? Brennend. Ja. Ich bin sehr fordernd, was eine Freundschaft betrifft. Ich verlange ganz viel, bin aber wahnsinnig viel bereit zu geben. Spaß habe ich manchmal gesagt, mich als Freund zu haben, ist besser als einen Ehemann oder Ehefrau zu haben. Nicht? Auf mich kann man sich hundertprozentig verlassen. Gibt es denn andersrum also Menschen, die Sie auch erreichen wollen und vielleicht, wo das auch mal nicht funktioniert hat? Nein, ich bin eigentlich schon von jeher bin ich ein sehr schüchterner und scheuer Mensch gewesen. Das traut man mir ja gar nicht zu. Das ist aber genauso. Und habe von Anfang an eine Mauer um mich herum gebaut. Und war nur an den Menschen interessiert, die diese Mauer überschritten haben. Die sagen, das interessiert mich jetzt, warum der so ist. Das ist sehr viel mit dem Attribut Arroganz verbunden gewesen, dass man sagt, dieser arrogante Hund, der hat das und das. Das war mir aber egal, weil an diesen Menschen war ich nicht interessiert, die das einfach mit purer Arroganz abgetan haben. Ich war an den Menschen interessiert, die etwas tiefer gehen wollten und da ist meistens auch etwas daraus entstanden.
Ja, aber das kann ich nicht. Geben Sie mir Ihre Stadionzeitung. Das kann ich, das habe ich gemacht und das ist eine lausige Stadionzeitung, die Sie in Hamburg haben. Aber Sie haben nicht selbst geschrieben. Nein, dann wäre es noch besser geworden. Ja. So, und dann hat er keine Ruhe gegeben, hat gesagt, ja, kommen Sie zu uns, Sie kriegen die Stadionzeitung und werden Sie hier Manager. Mit einer Probezeit. Die haben mir dann doch nicht ganz vertraut. Nicht? Ich habe dann eine Probezeit von 5 Monaten gehabt, bis zum Saisonende, in der ich mich bewähren musste. Aber was konnte mich nicht bewähren, weil es ging so schlecht beim HSV. Die hatten großartige Spiele und den Besten, den haben sie vergrault. Das war der Kevin Keegan. Keegan will weg, aber Netzer überredet ihn zu bleiben. Er kümmert sich persönlich um den Superstar aus England, besorgt ihm ein Haus für die Familie und die beiden Hunde. Und er baut ein neues Team um Mighty Mouse, wie Keegan genannt wird. Dazu gehört auch Horst Rubesch. Die erste und, wie Netzer glaubt, auch letzte Neuverpflichtung. Ich habe ihn nur in der Zeitung gelesen in der Schweiz. Der hat 46 Tore gemacht in der zweiten Liga, muss man sich mal vorstellen. Da habe ich gesagt, das kann nichts Schlechtes sein. Als ich ihn zum ersten Mal auf dem Fußballplatz gesehen habe, habe ich gesagt, das war es dann auch, Netzer, die erste und letzte Verpflichtung deines Lebens. Einen so grausamen Fußballspieler habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Er konnte so gut wie nichts. Und wenn man dann die Entwicklung von Horst Rubesch sieht, was daraus geworden ist, dann ist das sensationell. Worauf ich gesetzt habe, war auf seinen Charakter. Der war für die ganze Mannschaft war der unbezahlbar. Das war etwas, was uns zu diesen Erfolgen getrieben hat. Horst Rubesch und sein Charakter. Und hinterher konnte er richtig Fußball spielen. Du hast immer eine Verbindung gehabt. Es war nie so, dass da eine Distanz zwischen war. Das hat er von Anfang an weggenommen. Er hat auch mit Kevin eine Verbindung gehabt. Hinzu kam, dass Kevin und ich als Achse vorne auffunktioniert haben. Und deswegen war es da eigentlich so, dass Günther da wirklich auch in der Mannschaft mitgelebt hat. Wir haben ja auch einen Trainer gehabt, darf man auch nicht vergessen, den er ja ausgesucht hat auf der einen Seite, der wirklich gnadenlos war, den man zu heutiger Zeit, sag ich mal, oder wir haben ihn ja auch oft als Diktator bezeichnet. Da gab es ja keine zwei Meinungen, da galt nur seine Meinung. Horst Rubesch wird schnell zum sogenannten Kopfball-Ungeheuer. 45. Minute und Horst Rubesch ist erneut zur Stelle. 4:1. Unter Branko Sebec gelingt 1979 die erste Meisterschaft. Die erfolgreichste Zeit des HSV hat begonnen. So erfolgreich, dass Netzer sogar Franz Beckenbauer, der zuvor bei Cosmos New York 16 Monate durchgespielt hatte, zu einer Rückkehr in die Bundesliga überreden kann. Und obwohl der Manager sich zu dieser Zeit von Trainer Sebec aufgrund seiner Alkoholsucht trennen muss, geht die Erfolgsstory weiter. Netzer verpflichtet Ernst Happel. Wieder der richtige Mann zur richtigen Zeit. Mit ihm gewinnt der HSV den Europapokal der Landesmeister. In den 8 Managerjahren des Günther Netzer gewinnt Hamburg 4 große Titel. Trotzdem beendet er sein Engagement mit den Worten: Der Fußball hat all meine Energie abgesaugt. Dabei hat Netzer beruflich keine Alternative. Ich habe diesen Drang nach neuen Ufern, nach neuem Erfolg nie gehabt. Und trotzdem ist es passiert. Vielleicht ist das ein Grund, weil ich es eben nicht so unbedingt angestrebt habe, nicht unbedingt erzwungen habe, nicht unbedingt gewollt habe, dass das relativ leicht ausgesehen hat, dass es übergangslos passiert ist. Und tatsächlich findet er schon wenige Monate später ein neues Aufgabenfeld. Der Schweizer Unternehmer Cesar W. Lüthi holt Netzer persönlich in seine Agentur. Jetzt handelt der Ex-Fußballer und Manager mit Sportrechten und verkauft Stadion-Bandenwerbung. Der Firmenname wechselt im Laufe der Zeit, Netzer aber bleibt. Denn auch hier ist er schnell wieder erfolgreich. Unter anderem verkauft er der ARD die Rechte an Länderspielen, die er ab 1997 auch noch selbst kommentiert.
Ich verstehe die Spieler auch nicht. Warum sagen sie nicht einfach, das war ein schöner Mist, was wir da gespielt haben? Da gibt es keine Entschuldigung für. Sucht er nach den Stärken von Island, was die alles besser können und was die hier gemacht haben? Das darf doch nicht das Kriterium sein. Das ärgert mich ein wenig. Nicht das einzige Ärgernis in dieser Zeit. Wie heißt das Lied so schön? Der Sommerwinter hat gespielt in meinem Haar. Beste äußere Bedingung heute, nicht? Hier oben ein bisschen windig, aber schön warm ist es. In der Tat. Nein, das war nicht korrekt von Ihnen. Das war Windstärke 8 vielleicht. Und ich war dann mit Ihnen ja so gesessen. Und Sie saßen... Gestanden. Egal, Mensch. So kam der Wind, also Ihnen ins Gesicht geblasen. Und Sie hatten es da schön, die Haare nach hinten. Nur meine Haare, die flogen immer nach vorn. Ich habe die Haare schon verschluckt. Ich konnte nichts mehr sehen. Habe immer gesehen, dass sie gegrinst haben. Und es war das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe mit ihnen da, dass sie so etwas inszeniert haben, dass sie sich sowas gewünscht haben, mich da so vorzuführen mit meinen Haaren. Eigentlich sitzt es immer noch tief. Der Spanier Alonso hat trotzdem gesagt, bleibt er 13 Jahre lang, bis zur WM 2010 in Südafrika. Die Konzentration, hier kann man nicht vernünftig Fußball spielen. Ja, ich kann sie so gut verstehen, die Spieler. Die Zuschauer, die Fußball leben, die erleiden Fußball. Tragödie, Drama, Freude, alles auf engstem Raum vorhanden. Von Sekunde zu Sekunde ändert sich das. Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich. Sie tröten dieses fürchterliche Zeugs. Also, für mich ist das ein Wenige Tage später ist Schluss mit der TV-Karriere. Ich musste nie getrieben werden. Das hätte auch nie funktioniert, dass ich etwas tue, was ich nicht gerne gemacht habe. Und das ist während der ganzen Zeit so gewesen, eine wunderbare Erfahrung. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Auch Leute, die mich von früher gekannt haben, die hätten das nie für möglich gehalten, dass ich irgendwo eine kleine Fernsehkarriere machen würde. Da hätten die darauf Geld gewettet. Unmöglich. Auch wenn das Leben von Günter Netzer immer wieder in der Öffentlichkeit stattfindet, er sucht Kameras und Mikrofone nicht. Und sein Privatleben ist nahezu komplett tabu. Das sind die einzigen privaten Aufnahmen aus seiner Zeit in Hamburg, in der er auch Ehefrau Elvira kennenlernt. Sie ist ein ehemaliges, sehr erfolgreiches Model gewesen in früheren Zeiten und hat sich da in den Städten dieser Welt bewegt, damals schon. Und hat diese Glamour-Welt, in Anführungszeichen, hat sie auch sehr früh kennengelernt, viel früher als ich. Trotzdem hat sie einen Charakter, dass ihr das nicht unbedingt gefällt. Sie ist, obwohl sie nicht so aussieht und obwohl es nicht nach außen so rüberkommt, sie ist noch scheuer, als ich das bin. Kann man sich gar nicht vorstellen. Zufriedenheit herstellen. Vor allen Dingen in der Familie. Frau Elvira, Tochter Alana und Vater Netzer. Mittlerweile 75. Aber auf der anderen Seite, da bin ich ja kein Fantast, da auch weiß und damit konfrontiert wird, dass das doch eine Zahl ist, die in eine Richtung weist, nicht? Ohne dass es mich in Panik versetzt, ohne dass ich Tag für Tag darüber nachdenke, wie dieses sein könnte. Ich genieße es mehr denn je und habe mir erlaubt, diese Freiheit mir zu nehmen, dieses auch zu können. Dazu sind diese vielen Jahre notwendig gewesen, um dieses spätestens jetzt zu leben, zu durchleben, zu erleben. Das ist das Schönste überhaupt. ‎75 Jahre. Glückwunsch, Günter Netzer.